Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Mehrwertkanal. Ich freue mich ganz besonders heute, denn unser Thema ist ein Thema, was die Privatanleger so viel bewegt wie kaum ein anderes. Es geht um ETFs, um Indizes, hier um die dominanten Indizes, MSCI World und Co. Und dazu habe ich einen wunderbaren Gast, der spannende Auswertungen dazu erstellt hat, und zwar einen ehemaligen Investmentbanker. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Ja, Matthias, man kennt dich ja von der Pfennigfabrik, aber du hast auch ein Leben vor den sozialen Medien gehabt. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Ja, vielen Dank. Ja, also eigentlich habe ich immer noch ein Leben neben den sozialen Medien. Das ist ja nur sozusagen als Hobby aufgesetzt. Aber ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin im glorreichen Jahr 2008 in die Finanzbranche gekommen, damals ins Investmentbanking, war dort einige Jahre und ja, bin jetzt in einer kleineren Unternehmensberatung tätig, wo wir viel mit aktiven Investoren, BlackRock und Co. zu tun haben und ich daher einen ganz guten Einblick in den Maschinenraum der Finanzbranche habe, worum es ja hier heute auch gehen soll. Und das gibt mir die Möglichkeit, einfach einen gewissen Einblick auch den Zuschauern und Zuschauern zu bieten, und das versuche ich eben auch auf dem Kanal der Pfennigfabrik. Ja, vielen Dank, Matthias. Also bei uns geht es heute um die großen Indizes. Wir haben die Besonderheit, dass der MSCI World alles outperformed hat, was links und rechts steht. Nicht mehr jetzt 2023, jetzt sieht auf einmal alt aus, jetzt ist sogar der DAX wieder besser gelaufen. Man wundert sich und reibt sich die Augen. Was ist da eigentlich passiert in den letzten Jahren? Wo kommt eigentlich diese besondere Rendite her? Warum gab es die Sachen nicht, die man eigentlich aus früheren Jahren kennt, so etwas wie eine Value-Prämie oder eine Small-Cap-Prämie? Warum hat Risikostreuung nichts gebracht? Zu all diesen Fragen übergebe ich jetzt an Matthias und leg los. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Als ich damals in die Finanzbranche kam, du wirst es sicherlich auch noch kennen, da war der DAX damals, weil du ihn gerade erwähnt hast, so das Nonplusultra, alle wollten irgendwie den DAX haben, noch ein paar Jahre früher zumindest. In den 2000ern waren es eben die BRIC-Staaten, die Schwellenländer. Und seit einigen Jahren, so seit 2015, war es auf einmal der MSCI World und jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr noch der MSCI ACWI. Ich habe das eher aus Sicht der aktiven Manager mitbekommen, weil die haben einfach eine sehr, sehr lange Durchstrecke jetzt hinter sich. Einfach weil das passive Investieren so eine Erfolgsstory geworden ist. Und ich nehme jetzt wahr seit einigen Monaten, dass sich die aktiven Manager so langsam wieder freuen, dass die Zinsen jetzt gestiegen sind und der Erfolg des passiven Investierens ja einfach nur der Liquiditätsflut und der niedrigen Zinsen geschuldet war. Ja, weil die ETFs haben eben alles outperformed, und das hat sich aber auch in den sozialen Medien so gut verkaufen lassen oder vermarkten lassen, argumentieren lassen, dass passive Produkte eben sehr, sehr erfolgreich sind. Und jetzt ist für mich die Frage gewesen, oder für uns die Frage gewesen, hing das eigentlich, der Erfolg der ETFs, hing das wirklich nur mit den niedrigen Zinsen zusammen? Und du hast es schon gesagt, der MSCI World hat einige Anomalien aufgewiesen die letzten Jahre. Ihr habt in eurem Portfolioansatz des GPO ja jetzt auch erst eine Analyse gemacht, wie eigentlich die letzten Jahre gelaufen sind. Da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Aber das eigentliche Narrativ war die letzten Jahre ja immer, die aktiven Manager sind nicht so erfolgreich, weil der Markt nicht zu schlagen ist. Und das ist auch so, beziehungsweise nur von einem geringen Teil. Und diesen geringen Teil kann man vorab nicht identifizieren. Deswegen macht es für Privatanleger viel mehr Sinn, den Markt zu kaufen und die Durchschnittsrendite zu ernten. Aber, und jetzt kommt das Spannende, der Markt ist zwar nicht zu schlagen, aber die letzten Jahre waren trotzdem nicht normal. Und zwar kann man sich das ganz gut erklären, indem man sich die einzelnen Verteilungen der Branchen innerhalb dieser großen Indizes anschaut. Und die Tech-Branche war die letzten Jahre natürlich eine komplette Erfolgsstory. Und das führte dazu, dass eigentlich ist es so, wenn man sich die Indizes und die Durchmischungen anschaut, dass die Gewichtung der einzelnen Sektoren immer mal wieder sich verändern und die besten Sektoren sich verändern. Mal ist es die eine Branche, dann ist es die andere Branche, und das wechselt halt. Und in den letzten Jahren, wenn man sich das mal anschaut, und da können wir gerne gleich etwas näher drauf eingehen, war das eben nicht so, beziehungsweise war das sehr, sehr stark von den Tech-Werten dominiert. Und
wenn du magst, können wir gerne mal in eine Grafik reinschauen, die ich vorbereitet habe, wo man nämlich die Verteilungen der IT-Branche oder von allen Branchen, aber im Speziellen der IT-Branche in den letzten 10 Jahren beim MSCI ACWI sieht, beziehungsweise der letzten 20 Jahre. Und dort sieht man in der dunkelgrauen Schraffierung den Anteil der IT-Branche. Ja, da gibt es dann noch Gesundheit in rosa oder die Finanzen, also die Banken und die Finanzbranche und so weiter und so fort. Und man sieht einfach ganz hinten, also in der rechten Grafik, wie der Anteil der IT-Branche in den letzten Jahren einfach extrem gestiegen ist. Und war es 2010 noch bei ca. 10%, waren wir jetzt im Jahr 2022 immer noch bei rund 25%. Und interessanterweise ist, da sind nicht mal Alphabet und Meta mit dabei, weil da sieht man ungefähr 2018 gibt es so einen scharfen Knick zwischen der, also in der rechten Grafik, zwischen der gelben und der dunkelgrauen Linie. Und das hat einfach nur damit zu tun, dass sich MSCI gedacht hat als Indexanbieter, wir müssen den Anteil der Tech-Werte irgendwie reduzieren, weil immer mehr kritisiert wurde, dass es so ein Klumpenrisiko sei. Und dann hat man beispielsweise Alphabet und Meta einfach nicht mal als Tech-Werte klassifiziert, sondern, ich weiß gar nicht genau, Kommunikationsservices. Ja. Oder gleichbedeutend auch Amazon hat man dann als, ich glaube, Basiskonsumgüter, weil es ja kein Tech-Unternehmen ist, sondern weil man dort ja die Sachen des alltäglichen Lebens wie bei Walmart kaufen kann, klassifiziert. Und ja, trotzdem, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Indizes auch nicht vom Himmel fallen, sondern hinter jedem Index steckt ein Modell, auf Basis dessen konstruiert wird, und diese Modelle werden laufend angepasst. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür. Die Weltwirtschaft ist halt nicht statisch, es gibt Veränderungen und die Indexanbieter reagieren und ändern dann auch entsprechend ihre Logik. Ganz genau. Also das Thema nachhaltige Geldanlagen ist, glaube ich, bei allen irgendwie gerade präsent und man weiß, das ist Definitionssache. Aber dieselben Anbieter oder Indexanbieter, die auch die nachhaltigen Indizes designen, designen ja auch die ganz normalen MSCI Words zum Beispiel. Und genauso kommt es bei denen auch darauf an, welche Kriterien die festlegen, was man natürlich auch gar nicht immer so mitbekommt. Aber sei es drum, also der Anteil der Tech-Unternehmen ist in den letzten Jahren einfach massiv gestiegen. Ich glaube, das haben auch viele mitbekommen. Das Spannende ist jetzt nur, dass normalerweise diejenigen, die höhere Gewichte einnehmen, relativ schnell auch wieder abgelöst werden. Ja? Also, dass es, ich sage jetzt mal, relativ konstant ist. Ein Jahr macht man diese Branche eine Outperformance, das nächste Jahr eine andere, sodass alle im Durchschnitt dieselbe Rendite einfahren. Und wenn wir mal auf die nächste Folie schauen, sieht man sehr, sehr eindrücklich die Anomalie, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte, auf die sich die Privatanleger in meinen Augen vorbereiten sollten. Und zwar sieht man hier die einzelnen Renditen im S&P 500, also dem Leitindex der Amerikaner. Und hervorgehoben die IT-Branche seit 2016 bis 2021. In Orange die IT-Branche. Da sieht man schon meistens in der oberen Hälfte und in 3 Jahren sogar die Top-Performer gewesen. Und in Grau schraffiert der S&P 500. Jetzt denkt man erstmal, ja, okay, der ist immer ungefähr im Mittelfeld. Aber das Spannende ist, wenn man sich mal die durchschnittliche Jahresperformance anschaut, dann ist der S&P eben nicht mehr im Mittelfeld, sondern der ist so kontinuierlich oben und die anderen durchmischen sich, dass die am Ende unterhalb des Indizes liegen. Und das ist eine absolute Anomalie, weil dass der S&P, und das erkennt man eben daran, von einer einzigen Branche so hochgezogen wurde, dass er als Index, als Durchschnitt besser ist als alle anderen, das hat es einfach noch nicht so gegeben. Also, dass eine Branche einerseits so groß geworden ist und andererseits aber weiterhin solche Renditen abgeworfen hat, das ist bisher einmalig gewesen. Und das liegt einfach an dieser neuen Technologie oder an der neuen Plattformökonomie, dass trotz dieser schieren Größe immer weiter hohe Renditen erwirtschaftet werden konnten. Diese Folie fand ich so spannend, dass ich mir auch gedacht habe, wir müssen darüber sprechen, denn es geht ja nicht darum, aktiv versus passiv, sondern die Besonderheit ist, dass innerhalb der Welt des Passivinvestierens ganz, ganz viele Erkenntnisse, die man gewonnen hatte für eine bessere Risikostreuung und sogenannte Mehrfaktorenmodelle, die eigentlich seit 1990 das Maß der Dinge sind,
dass das alles in den letzten Jahren nicht mehr gegriffen hat und ein ganz primitives sogenanntes Einfaktorenmodell so gut performt hat. Mit ganz primitiv und Einfaktorenmodell meine ich, der S&P 500 und auch der MSCI World und der MSCI ACI WI, die sind insofern das Primitivste, was ich machen kann, weil es gibt nur einen einzigen Faktor, liquide Marktkapitalisierung, die definiert, wie hoch etwas gewichtet ist. Und da hatten wir eigentlich über die Jahrzehnte immer den Effekt, dass Unternehmen, die ganz stark gestiegen sind in ihrer Bewertung, dass dieses Steigen ein endliches Phänomen ist und sich das immer wieder abwechselt. Und wie du jetzt eben geschildert hast, diese Grundregel des Industriekapitalismus, die man damit zusammenfassen könnte, je größer ein Unternehmen ist, umso schwieriger wird es weiter zu wachsen, die gilt bei der Plattformökonomie nicht. Dort scheint es so zu sein, je größer ein Unternehmen ist, umso leichter wird es noch größer. Und daher diese Besonderheit. Ja, ganz genau. Es gab schon mal eine ähnliche Phase. Es gibt ja immer wieder diese, ich sage jetzt mal, Trendphasen oder Megatrends, wo einzelne Branchen in den Fokus rücken und dort dann auch die Marktkapitalisierung wächst. Aber das ist eben über so einen langen Zeitraum möglich war, dass die erstmal überhaupt so ein großes Gewicht innerhalb dieser Indizes erlangen konnten und dann noch weiter so outperformed haben, das ist eben schon sehr, sehr bemerkenswert gewesen. Und eben dieser Kampf aktiv versus passiv, den gibt es ja dennoch, weil die aktiven Manager definieren sich über das sogenannte Alpha, also alles, was so über die Durchschnittsrendite, die man Beta nennt, hinausgeht. Und jetzt freuen sich natürlich alle, weil jetzt angeblich wieder Alpha möglich sein wird. Aber, und das ist der springende Punkt, man darf sich jetzt auch nicht darüber hinwegtäuschen, dadurch, dass jetzt vielleicht die Zinsen wieder gestiegen sind und alles wieder etwas anders wird, vor allem für die Anleger, die jetzt erst seit ein paar Jahren dabei sind, dass jetzt eigentlich alles erst wieder normal wird und trotzdem eben das passive Investieren absolut sinnvoll ist. Und ja, für alle eigentlich ratsam ist. Ja, genau, unbedingt. Es geht vor allem darum, breiter die Sache zu verstehen und jetzt nicht den Indizes hinterherzulaufen, die vielleicht extrem outperformed haben die letzten Jahre, dass es eben keinen Sinn macht, der historischen Rendite hinterherzulaufen. Dafür hast du jetzt auch, glaube ich, noch eine schöne Auswertung, wo du einfach die Indizes mal 10 Jahre vorher betrachtest. Ganz genau, ja. Also ich hatte ja schon gesagt, 2008 bin ich zur Bank gekommen und damals, ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut, waren die Banken sowas wie die Tech-Werte heute. Man hat ja auch die Banker von damals Master of the Universe genannt, denen ist scheinbar alles gelungen, ja, Goldman Sachs, JP Morgan, der Deutschen Bank, sehe noch Josef Ackermann, wie er 25% Eigenkapitalrendite den Aktionären verspricht, das war damals auch unvorstellbar. Und heutzutage fasst man sich an den Kopf und fragt sich, wie kann man nur in Banken investieren? Ja? Aber möglicherweise steht uns eine ähnliche Zeit jetzt auch für Tech-Werte bevor. Denn wenn wir jetzt auf die zweite Folie gehen oder jetzt auf die zweite Grafik nochmal mit den einzelnen Sektoren, sieht man, dass der Anteil der Financials damals 2007 auch bei 23% lag. Und der inzwischen auf 13% nur noch gefallen ist. Und damals hatte man aber auch eine ähnliche Story wie jetzt mit der Plattformökonomie, weil die Finanzdienstleister, die können auch hochgradig skalieren, Geld können sie schöpfen, mehr oder weniger ohne Ende. Und die Renditen sind mehr oder weniger unendlich möglich, bis die Regulierung dann nach 2008 kam. Und gerade das Thema Regulierung könnte halt für die IT-Branche auch noch ziemlich anstrengend werden. Also man sieht hier, die Financials sind von 23% auf heute 13% ungefähr gefallen. Und wenn wir jetzt die These aufmachen, die Tech-Werte von heute sind vergleichbar mit den Finanzwerten von damals und wir uns dann mal anschauen, was ist denn nach 2008 mit der Finanzbranche passiert, dann versteht man, worauf ich hinaus möchte. Und zwar sieht man hier diesmal in blau die Finanzwerte bei den einzelnen Sektoren dargestellt. Und erkennen 2007, 2008, wenig verwunderlich, lagen die am Boden, ähnlich wie die Technologiewerte 2022. Ja, da haben die auch mit am schlechtesten performt. Und die nächsten Jahre
Ging es so weiter, dann kam die Euro-Krise noch 2011, dann gab es mal eine gute Erholung im Jahr 2012, aber ansonsten ja nicht ganz so prickelnd. Und gerade wenn man sich die Durchschnittsrenditen der Jahre dann danach, 2007 bis 2015, anschaut, waren die Finanzwerte einfach die schlechteste Performance oder die schlechteste Branche von der Performance her. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, jetzt könnte man das genau umkehren und sagen, Technologiewerte meiden oder nur noch auf die Werte setzen, die die letzten Jahre nicht so gut performt haben. Wäre letztes Jahr auch aufgegangen mit den Energiewerten beispielsweise. Aber, und das ist eben der Clou, man sollte sich als Privatanleger einfach darauf gefasst machen, dass die Dynamik in den Indizes einfach wieder steigt. Und das ist das Normale. So funktioniert auch die Wirtschaft. Und nicht, dass eine Branche fast schon vorhersehbar als ein Faktor, wie du gesagt hast, einfach immer outperformt. Und man sich fragt, ja, MSCI World ist ja schon ganz schön, aber eigentlich könnte ich auch gleich den Nasdaq kaufen und eigentlich könnte ich auch einfach nur die Top 4 kaufen. Ja? Ja. Wer kauft denn schon weltweite Indizes? Und darauf muss man sich, glaube ich, einstellen, dass einerseits jetzt der Sturm wieder etwas rauer wird und die Log-Angebote mit Themen und Branchen-ETFs und schau mal hier, dieses Thema wird das nächste Jahr outperformen oder diese Branche wird jetzt von der höheren Inflation profitieren, dass diese Log-Angebote immer wieder stärker jetzt auf den Markt kommen werden. Und trotzdem, in 10 Jahren werden wir sagen, am besten wäre es trotzdem wieder gewesen, ganz einfach, stupide weltweit zu investieren. Ja, vielen Dank. Also das kann ich aus meiner Berufserfahrung auch in jeder Hinsicht bestätigen. Diese Themenfonds werden deswegen leichter zu verkaufen, aber sie werden nicht besser. Das Einzige, was hilft auf Dauer, ist die sehr, sehr breite Streuung, weil diese Dynamik der Märkte ist da und man weiß nie, wann es passiert. Wer noch mehr dazu wissen möchte, wir haben einen 3-Jahres-Rückblick gerade veröffentlicht, wo wir die verschiedenen Tendenzen der Märkte nochmal genauer analysiert haben. Und auch die Frage geklärt haben, wie wir uns geschlagen haben mit unseren Portfolios. Kostenlos zum Download, hier der Link. Ich denke, was kann man jetzt daraus mitnehmen? Also ich denke, das Wichtigste ist aus meiner Perspektive, dass man breite Streuung einfach nicht, auf die sollte man nicht verzichten. Du hast es eben angedeutet, wenn ich das zu Ende denke, MSCI World, ja, dann mache ich ja nur den S&P 500 oder eigentlich nur den Nasdaq, weil das waren die wirklichen Treiber, wenn man sich das anschaut. Aber, und die Leute waren sehr enttäuscht von ihren MSCI Emerging Markets Beimischungen oder auch von ihrem MSCI World Small Cap Beimischungen. Aber das ist einfach ein falsches Bild. Es macht überhaupt keinen Sinn, der historischen Performance hinterherzulaufen. Also wie würdest du jetzt aus deiner Perspektive so ein Portfolio sinnvoll strukturiert sehen? Also ich denke schon, ein ganz, ich sage jetzt mal, normaler marktkapitalisierter Index ist schon völlig in Ordnung. Ich denke aber auch, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch ein paar Spielereien wie ein paar Faktorprämien mit einbauen. Und dann hat sich die Sache schon ganz gut gemacht. Also ich würde, wie du sagst, so breit streuen, wie es nur geht. Also auf jeden Fall Industrieländer und Schwellenländer, das ist bei mir ganz genauso mit rein. Wenn man einen interessanten Index für Small Caps findet, würde ich die auch mit reinnehmen, sowohl von den Industrie- als auch den Schwellenländern. Denn man weiß nicht, ob jetzt beispielsweise auch Kleinstunternehmen die nächsten Jahre wieder ein Comeback erleben werden. Ja? Aber vielleicht sind es auch die Value-Aktien, einfach weil die in Zeiten höherer Zinsen einfach besser performen. Aber Fakt ist, man weiß es vorab einfach nicht. Und deswegen sollte man sich einfach so breit wie möglich aufstellen, auch wenn das ja langweiliger klingt als irgendeine YouTube-Werbung, die man hört, hättest du gerne an den Kurssteigerungen oder Kursexplosionen vorab gewusst und dann teilgehabt. Ich habe einfach die Befürchtung, dass die MSCI World ETFs jetzt dass denen schwierige Zeiten bevorstehen, obwohl sie trotzdem ihre Berechtigung haben, ja, oder ihre Rechtfertigung. Deswegen der MSCI World, könnte ich mir vorstellen, ist ja ein bisschen, ich will nicht sagen, dass er tot ist, aber ich hoffe, dass er nicht tot ist. Ja? Und dass es aber bei den Privatanlegern so rüberkommen könnte, dass die ganze Sache mit dem passiven Investieren vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, wie man dachte, weil man müsste ja jetzt doch viel mehr analysieren. Also unterm Strich so breit wie möglich streuen. Anleihen sind natürlich auch wieder interessanter, aber das jetzt rein im Aktienportfolio würde ich nach wie vor, genauso wie vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren, versuchen,
ganz breit zu streuen und vielleicht solche Klumpen auch selbst ein bisschen auszunivellieren. Wunderbar. Vielen Dank, Matthias, für die fundierten Einschätzungen und die Auswertung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sind diesmal auf ein sehr breites Thema gegangen, Indexkonstruktion und was da funktioniert und warum in der Vergangenheit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Andreas, auch, dass du mich in den Kreis hier mit eingeladen hast, wo du mal wirklich sehr, sehr spannende Experten hast. Also vielen, vielen Dank nochmal. Gerne.